Berstenvolle Zuschauerränge in der Rheinhalle bei der dritten Ländle-Derby-Begegnung zwischen dem EHC und der VU Feldkirch. 2000 Zuseher lassen sich das Hockeyspektakel am Stefanitag nicht entgehen und sehen einen echten Derby-Knüller. Keine drei Minuten sind gespielt und Sudek tankt sich in die Mitte. Jennes erbt die Scheibe und wischt sie völlig ungehindert ins EHC-Gehäuse. Und die Anzeige springt auf 0:1. Wenig später, 4-gegen-4 Situation und Sudek schickt den Puck weit. Wiedmeier völlig alleine vor Corbet. Ein Gurkel vom Feinsten. 0:2 in Minute 9. Schwache 2 Minuten darauf. Stanley gewinnt das Bulli. Grasberg, Sudek und nicht Birnstill, aber Steven Birnstill mit dem dritten Burner für Feldkirch innerhalb der ersten 11 Spielminuten. Und die Spieluhr zeigt ein 0:3. Das war im Gameplan von EHC-Coach Weber so nicht vorgesehen und er ruft seine Mannen in einem frühen Timeout zur Ordnung. Doch die Feldkircher machen den Lustenauern weiterhin Kopf und Schläger zerbrechen. Und rein gar nichts will den Hausherren im Startdrittel gelingen. Im zweiten Spielabschnitt wird bei den Stickern höchstens ein Brief aufgegeben. Harte Bandagen sind angesagt. Wiedmeier bekommt eine gesalzene Rechnung für seinen Score. Für ihn ist die Partie gelaufen. Minute 30, die Löwen etwas im Aufwind, werfen alles in die Waagschale. Und Putnik bringt das Gemetzel zu einem erfolgreichen Abschluss und verkürzt auf 1:3 zur Hälfte der Spielzeit. Lustenau weiterhin mit beherztem Eishockey, aber Burnstill hakt hier einmal zu viel ein und geht auf die Bank. Da hilft alles Maul nix. Die Hausherren also im Powerplay. Und jubeln noch im Kasten des VU-Keepers über den 2:3 Anschlusstreffer durch Martin Grabermeier in Minute 35. Das Eis wird dünner für die Feldkircher, wie Zupancic seinen Cracks in einem Timeout klar macht. Corbet macht ihnen das Leben auch nicht mehr leichter. Und ein heftiger Hit von Czernota als kleines Dankeschön für 3 Assists an Robin Sudek. Was VU-Kapitän Riener gar nicht so toll findet. Und auch für den Topscorer ist das Drittel vorbei. Kaum ist die Partie wieder eröffnet. Ja, soweit das Mitteldrittel. Im Schlussabschnitt brennen die Lustenauer ein wahres Chancenfeuerwerk ab. Da möchte man als Goalie doch öfters mal zur Flasche greifen. Und einen Angriff nach dem anderen erstickt der Keeper. Da kommt Frust auf. Zuletzt bringen die Löwen 6 Feldspieler aufs Eis. Doch der Mann mit der Ironman-Maske hält das eine Torvorsprung eisern fest. Und mit der Schlusssirene entlädt sich die Anspannung dann endgültig. Sie sahen ein waschechtes Ländle-Derby mit puren Emotionen.
Ja, erstens mal denke ich, solche Derbys wie jetzt heute in Lustenau oder das erste bei uns, Halle voll, spannendes Spiel, so muss Eishockey ausschauen. Leider diesmal mit verletzt, das nächste Mal ohne, aber genau so muss es sein. Und ich wünsche, dass hoffentlich noch viel mehr in die Halle kommt, auf beiden Seiten, weil ich glaube, viel besseres Eishockey können wir nicht sagen. Ja, hallo liebe Fans, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Rutscht in die zweite und wir sehen uns in der Halle bei den Derbys.